Salz und Licht. Move Audio, das Magazin der Allianz Mission zum Hören. Vom Wasser ins Licht. Anne und Peter Stahl sind Missionare in Siem Reap, Kambodscha. Seit 14 Jahren sind sie dort in Kambodscha tätig und nun haben sich einige ihrer Mitarbeiter taufen lassen. Seit Monaten beten wir für diesen besonderen Tag und machen wochenlang sowohl bei Closed in Dignity als auch bei Made for This Andachten speziell zum Thema Taufe. Und dann stellen wir Ihnen einfach die Frage, wer von euch ist bereit, den nächsten Glaubensschritt zu gehen und sich taufen zu lassen? Manche überlegen und wagen diesen nächsten Schritt, andere wollen erst nochmal abwarten und schauen, wie das Ganze überhaupt vor sich geht, denn eine Taufe haben sie bisher noch nicht gesehen. Und so durften wir sie am 4. März endlich taufen. 6 Frauen aus dem Projekt Closed in Dignity und 6 Männer aus dem Projekt Made for This. Die Zeugnisse bewegen uns. Männer erzählen unter Tränen und dann wieder mit viel Schamgelächter, wie Gott sie persönlich verändert hat. Früher waren sie gewalttätig, haben viel zu viel und viel zu oft Alkohol getrunken. Einer von ihnen hätte fast seinen Schwager ermordet und musste dafür für 2 Jahre ins Gefängnis. Doch durch Jesus haben sie einen wirklichen Lebenswandel erlebt. Er hat sie frei gemacht. Eine Frau, die erst kürzlich über eine Organisation gegen Menschenhandel zu Closed in Dignity gekommen ist, sagte nur: Mein Leben war früher in Dunkelheit, aber seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, macht er Stück für Stück Licht. Sie wählte für sich als Taufvers Johannes 8, Vers 12. Dann sagte Jesus wieder zu allen Leuten: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ein nächster Freudentag wird folgen. Einige haben schon gesagt, dass sie sich ebenfalls taufen lassen wollen. Es gäbe so viele Geschichten zu jedem Einzelnen zu erzählen. Wir sind dankbar, ein paar zu teilen. Die aktuelle Ausgabe der MOVE abonnieren oder online lesen unter allianzmissionen.de/MOVE.